Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück bei Amüsiertablette mit eurem Crunchgau. Und der Crunchgau hat Bock auf Krieg. Also nicht auf Krieg an sich, ne? Krieg ist scheiße. Aber, ich merke das schon, irgendwie ist der Sound noch extrem laut. So, ich hab Bock auf Battlefield 4 gehabt und hab mir gedacht, ach was soll's. Mach doch einfach mal, spiel doch einfach mal wieder eine Runde Battlefield 4. Was soll schon groß passieren? Und dann stehe ich hier und denke mir, jo, läuft. Und ihr dürft jetzt halt mal mitgucken. Ein Problem, was ich habe, ist mein Skill, den ich nicht habe. Ich bin bei Shootern, muss ich ehrlich gesagt auch gestehen, echt nicht so der Beste. Aber es hält einen ja auch nicht davon ab, mal trotzdem eine Runde zu spielen. Battlefield 4 an sich mag ich ziemlich. Einfach weil es ein cooles Spiel an sich schon ist, mal von den Starts abgesehen, die es natürlich nicht so gut waren. Mal nach oben schießen. Aber im Grunde genommen ist es schon bockt schon ziemlich cool. Da war auf jeden Fall jemand ein bisschen besser als ich. Es wird noch häufiger vorkommen. Aber mal so eine kleine Runde mal wieder spielen. Vor allen Dingen jetzt, wo dann auch mit der Grafik ein bisschen schöner ist insgesamt. Das bockt dann doch schon ein bisschen. Ich bin hauptsächlich als Pionier unterwegs, schieße ab und an dann hier auf Helis. Ist ja auch manchmal ganz nett. Nützlich, vor allen Dingen. Vielleicht habt ihr das gesehen, so einen kleinen Mikroruckler. Aber läuft. Also wie gesagt, ich bin auch nicht der Beste in Shootern. Ich habe überlegt, so wieso, wo habe ich denn eigentlich hier meine Stärken, so in welchen Game-Genres. Und ja, Shooter müsste ich einfach viel häufiger... Ja gut, falsch gespawnt. Müsste man einfach viel häufiger spielen, um da so wieder richtig im Flow drin zu sein, weil jetzt 0-3. Da war ich auch schon mal deutlich besser. Ja, aber... kann nicht immer gut gehen. Hier wird auch die Map die ganze Zeit gespielt. Ich kann einfach mal ein paar Mal schießen, das hilft vielleicht. So, also die erste Runde haben wir hier beendet mit 0-3. Läuft. Den Chat lese ich inzwischen auch gar nicht mehr mit. Da steht sowieso immer nur dasselbe drin. Cheater hier, Hacker da. Ist mir relativ Wurst. Von daher... 0-12. Und das ist natürlich auch eine Statistik, die für sich spricht. Aber ist halt so. Ach ja. Als Kommandant. Ist das ein Kommandantenzeichen, dieses Sternchen? Ja schon, aber 0-12? Hä? Naja, sei es drum. Es geht ja auch gleich wieder in die nächste Runde weiter. Ja, wie gesagt, ich habe mir immer Gedanken gemacht, so, welche Genres kannst du Battlefield 4 noch gut? Ja, früher habe ich es intensiver ein bisschen gespielt, als es auch frisch rauskam. Da war das vielleicht auch gar nicht alles so schlimm, das zu spielen. Da hat man es halt häufiger gemacht und somit auch ein bisschen mehr Ahnung davon gehabt. Inzwischen komme ich mir wieder vor wie ein Anfänger. Was es ja im Schlussendlich auch irgendwo ist dann, weil wenn man es lange nicht gespielt hat, kommt man dabei wieder, kann man fast wieder bei Null anfangen. Und dann ist man auch erstmal ein bisschen schlechter. Finde ich zumindest immer. Wir können jetzt einfach mal einen Jet schnappen, mal gucken, was passiert. Okay, wir schnappen uns keinen Jet. Stellen wir uns einfach hier in eins dieser Boote, freuen uns, dass wir ein Boot haben. Können es vielleicht ein bisschen reparieren. Der Soundbug ist immer noch nicht weg. Läuft also.
Schon wird man beschossen. Läuft auch hier gut. Ah, jetzt. Boom, da ist er explodiert. Ich werde jetzt hier gleich aussteigen. Und dann entsprechend auch hier diese Flagge einnehmen. Sind ja ein paar mehr. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal irgendwie so ein bisschen den Strand sichern. Wir schlagen zwar schon wieder 1000 Sachen ein. Achso, ja, erstmal. Ja, man kann sich auch mal verlaufen. Was ist denn hier gerade eingeschlagen? Auf jeden Fall hat das erstmal für arge Performance-Probleme gesorgt. Bei B ist auch noch nichts los, dann rennen wir da jetzt mal hin. Wir rennen und rennen und rennen. Was haben wir denn für einen Ping gerade? 306 die Punkte. Ich sagen, Ping von 346, was geht denn hier? Heute ist Granatenwetter, ihr Ärsche? Ist ja auch mal wieder eine Aussage. Da vorne sind Gegner, viele Gegner. Ja, da nehmen sie auch schon die Gegner unsere Flagge wieder ein. Ich überlege, ob es vielleicht besser wäre, umzuswitchen auf Nahkampf. Also nicht hier mit der Javelin, mit den Stinger rumzurennen, sondern hier, was weiß ich. Aber es wird sich gleich noch ein bisschen erholen, denke ich mal. Cool, hier haben sie das Boot runtergeparkt. Läuft auch. Steige ich doch mal hier mit ein. Ah ne, der klettert gerade so komisch. Gehe ich mal hier mit rein. Läuft. Stell dich mal wieder klug an. Schießt einer auf mich, finde ich nicht lustig. Nein! Oh, habt ihr das gesehen? Das ist dann so der Moment, wo man sagt, jo, kannst nix. Ich das ganze Magazin quasi neben ihn setze. Ist das natürlich höchst peinlich. Also ich sehe schon, hier hilft das wahrscheinlich nichts. Wenn wir sowas nehmen, dann müssen wir schon... Wir haben zumindest erstmal Schaden gemacht. Schaden machen hilft ja auch. Ich scheine hier nicht so richtig voranzukommen. Das ist traurig. Aber ist so. Komm mal hier bei dir rein. Deck mal hinten. Oh, Kacke. Wie gesagt, Schaden gemacht. Ist ja auch schon mal was wert. Manchmal muss man sich für die hehren Ziele opfern. Oder so. So zumindest. Aber ich sehe, wir sehen hier kein Land. Mal wieder. Ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt hier? Er ist abgesprungen. Oh nein, jetzt bin ich auch noch reingekommen, ne? Ich habe ein feindliches, leichtes Panzerfahrzeug gesichtet. Over. Und das bringt es ja jetzt hier oben zu stehen. Aber ich nehme was ein. Oh Gott, hat er mich erschreckt. Uns hier von hinten nähern. Mobilitätstreffer. Hehehe. Laservisier mal ein bisschen ausmachen hier. Das verrät mich doch so ein klein wenig. Ach, kein Scheiß.
So, was machen wir jetzt hier? Bekommen habe ich ihn auch, aber er mich auch. Weil jetzt habe ich mich mir nicht ganz so beschissen angestellt. Zumindest habe ich hier was für mein Team tun können. Auch wenn wir den Punkt nicht genommen haben. Wir sind immer noch da. Einmal hin. Was macht er denn hier? Aber ich verstehe es nicht, wie die die Punkte so dauerhaft halten können. Da muss ja davon ausgehen, dass wir da nichts reißen. Und so ist das ja auch irgendwie leider. Ach, verdammt. Die warten wahrscheinlich alle immer nur auf diesen einen Punkt da. Also auf jeden Fall noch irgendwo einer sein. Die Frage ist immer, wo? An alle Einheiten, der Commander ist offline. Commander ist online? Offline? Sagt er immer gerne. Obwohl der Commander gar nicht offline ist. Das ist immer alles bittere Lüge. Kannst mich mal. Wow. Nachladen. Schießen und freuen, aber leider nichts gebracht. Nur als ich ihn getroffen habe. Ach, Leute. Es ist so schlecht. Man muss es leider so sagen, es ist so schlecht. Aber wenn wir jetzt hier einen Zutrittspunkt haben, könnte man ja mal gucken, ob man hier was reißen kann. Oder bin ich jetzt durch die Wand gebackt? Alter Schalter. Wie komme ich jetzt am besten dahin? Bin ja eh schon tot. So gut wie. Auch hin zum Hotel. Versuchen den Scheiß mal mit einzunehmen. Schön hängen geblieben. Verstecken ist nicht immer feige. Manchmal verstecken auch einfach nur einen Punkt zu nehmen. Na, da hat er mich gesehen, scheiße. Aber jetzt nehmen wir den Punkt auch wieder nicht ein. Das ist nicht so schön. Hätten wir mal ein bisschen Oberwasser kriegen können, aber leider nicht. Gucken wir mal. Spawnen wir hier. Versuchen den mal ein bisschen zu umlaufen. Ach Mist, da wollte ich gerade nochmal schießen. Der steht aber auch doof da. Aber alles nur Ausreden. Ich hätte einfach nur besser schießen müssen. Ja, manchmal ist Commander sein vielleicht die bessere Wahl. Ach du Kacke. Da wollte ich ein bisschen. Jetzt repariert er das. Wenn er da noch einen bei hat, der gut ist, dann repariert er das auch sehr schnell weg. Und das fehlt uns so ein bisschen auf unserer Seite. So Leute, die auch wirklich dabei sind. Gucken wir mal, ob wir hier was reißen können. Ich gehe mal nach hinten und werde mal das tun, was ich am besten könnte. Reparieren, wenn was passiert.
Ja, das heißt ja nicht immer der, der die meisten Kills macht, ist automatisch hier der Krasse. Sondern geht ja auch darum, dass man hier sein Team irgendwie hilft. Ja, allerdings, wenn ich hier ganz alleine alles mache jetzt, wird das auch nichts. Ganz schön in der Luft. Und jetzt bin ich rausgeschossen worden. Ach, Leute. Ja, anscheinend haben wir jetzt einen Gunship in der Luft, wenn wir irgendeinen Punkt eingenommen haben. Oder auch nicht mehr in der Luft. Da ist jetzt Action, da ist Action, da gehen wir mal hin, das müssen wir safe machen. Einsatzziel Gold wurde neutralisiert. Oh, das habe ich. Was habe ich denn da gedrückt, mein Gott? Vor Aufregung eine Granate geworfen. Ich muss das also mal wirklich wieder viel häufiger spielen. Weiter hochkomme, ob ich dann irgendwas machen kann, was Tolles. Ja. Das ist ein Sniper von uns. Ja, toll. Ich möchte den spotten. Scheint jetzt tatsächlich hier mal hinten ein bisschen aufgeräumt zu haben. Wird uns allerdings nicht viel bringen, weil eigentlich sind unsere wirklich guten Punkte vorne. Weil von da greifen wir an. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir nicht direkt schon wieder uns hier die Punkte halt hinten wegnehmen lassen. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt leider auch relativ hoch. Weil das ist deren Region. Wie ich jetzt sehe, komme ich jetzt schon wieder in arge Schwierigkeiten. Das ist ein feindlicher Panzer, westlich deiner Stellung. Häuserkampf. Das ist einer lang gefahren, das dürfen. Den spotte, dann ist da schon mal ein bisschen was getan. Ich darf jetzt hier nicht raus. Das wäre jetzt mein Tod. Ja, auch das hilft dann vielleicht mal weiter, wenn die hier spawnen dürfen. Ah, direkt hinter uns. Schade. Ah, ist nur so unglaublich traurig. Wie schlecht man ist.
Oh, bin ich in Star gespawnt und runtergefallen. Ist ja auch nicht hübsch, sowas. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Hm, im Stehen Pinkler erwischt. Läuft. Ui. Was klang hier nach Kettenfahrzeug? Alter. Na klar. Ich hatte ihn noch gesehen auf dem Radar, aber ich dachte, er wäre unten. Aber er war oben. Haben die auch, glaube ich, ein Spawn-Beacon oben drauf? Das habe ich gar nicht so genau gesehen. Kann man denen was Gutes tun? Jetzt eventuell auch eine Möglichkeit, hier noch ein bisschen was zu schauen, ob man hier noch was reißen kann. Zumindest scheinen wir erstmal nicht in der absoluten Schussbahn zu liegen. Aber ich kann auch nicht spotten. Ich drücke Hammer hier auf Q herum. Loop. Wenn er jetzt ja abgesprungen ist, ne? Ja, ich repariere mal. Hinter uns, Mann! Nördlich deiner aktuellen Position scheint ein feindlicher Panzerjäger zu sein. Naja. Was soll's? Verloren und das mit großem Unterschied. Was soll's? Man hat gemerkt, man ist noch eingerostet. Ja, ein bisschen Battlefield-Footage haben wir jetzt wieder damit dabei. Schauen wir mal. Beim nächsten Mal wird es vielleicht ja ein bisschen besser. Wir haben ja schon lange keine Battlefield-Folge mehr aufgenommen. Mal gucken, wie das wird so. Wie sich das jetzt so auswirkt. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Vielleicht bringen wir demnächst wieder was. Bis dahin. Haut rein.